is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Rolle des Spiritismus in der Täuschung. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Viele werden überlistet, weil sie glauben, der Spiritismus sei bloß eine menschliche Betrügerei. Wenn sie dann Manifestationen gegenübergestellt werden, die sie nicht anders als übernatürlich bezeichnen können, werden sie betrogen. Sie werden dahin gebracht, sie als große Kraft Gottes anzunehmen. Während die Lehren des Spiritismus von den Kirchen akzeptiert werden, wird die Zurückhaltung, die bisher dem unbekehrten Herzen auferlegt gewesen ist, beseitigt und das Bekenntnis zur Religion wird zum Deckmantel werden, um den niedrigsten Ungerechtigkeiten zu verbergen. Der Glaube an spiritistische Manifestationen öffnet verführerischen Geistern und Teufelslehren die Tür. Und so wird der Einfluss böser Engel in den Kirchen zu spüren sein. Die populäre und übliche Art und Weise, als Pfarrer zu amtieren, kann dem Spiritismus nicht wirkungsvoll widerstehen. Die Pfarrer haben nichts, mit dem sie ihre Herden von diesem schlimmen Einfluss abschirmen könnten. Ein Großteil der traurigen Folgen des Spiritismus ist den heutigen Geistlichen anzulasten. Denn sie haben die Wahrheit mit Füßen getreten und an ihrer Stelle Fabeln vorgezogen. Satan hat sich schon lange auf seinen letzten Versuch vorbereitet, die Welt zu betrügen. Die Grundlage seiner Arbeit wurde schon im Garten Eden gelegt, als er Eva versicherte: Keineswegs werdet ihr sterben. An dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Schritt für Schritt hat er den Weg für sein Meisterstück an Verführung, die Entwicklung des Spiritismus, geebnet. Noch hat er seine Pläne nicht völlig ausgeführt. Doch wird es in der allerletzten Zeit geschehen. Der Prophet sagt: Ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Froschen. Es sind Geister von Teufeln. Die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Abgesehen von denen, die durch Gottes Macht bewahrt und gehalten werden, wird die ganze Welt diesem Betrug in die Arme getrieben werden. Die Leute lassen sich schnell in eine verhängnisvolle Sicherheit einlösen, aus der sie erst durch die Ausgießung des göttlichen Zornes aufgestreckt werden. The Lord is coming. Are you ready?